Hey Kimos da draußen, willkommen bei Kimonimi. Hier dreht sich alles um den virtuellen Sport. Holt die Controller raus, denn wir stürzen uns in die epischen Matches, taktische Meisterleistung und jubeln über großartige Tore. Lasst uns gemeinsam das Spielfeld dominieren und das Stadion zum Beben bringen. Und willkommen zurück nach einer zweiwöchigen Pause. Letzte Woche kam ich nicht mehr dazu, ein Video zu erstellen. Darum kam leider auch keines. Ich hatte privat noch eine Sache zu erledigen und vergaß auch mein Team einzureichen. Also wir haben auch da kein Team machen können. Wir können trotzdem mal in die Beendeten gehen. Dann gehen wir, glaube ich, 5 waren wir. Nein. Wo waren wir? Das war die vorletzte, genau, das war die vorletzte Game Week. Die lief eigentlich ziemlich gut. Also da in der La Liga und der Premier League konnten wir ziemlich viele Punkte holen, reichte aber am Ende trotzdem immer noch nicht, für dass wir eine Limited-Karte bekommen. Aber wie es geht dann halt so weiter. Dann 8 haben wir die MLS nochmal. Lief auch nicht so extrem gut. 9 haben wir nichts. 10 habe ich wieder ein Team aufgestellt. Oh, William hat jetzt gerade noch gepunktet. Sein Tor geschossen. Das sieht man jetzt gerade nicht. Nein, das sehe ich jetzt gerade nicht. Aber der macht gerade ordentlich Punkte. Ja, hier Frankie de Jong und Blind spielen beide nicht. Simon. Und ich bin 2-2. Also stimmt, ist ja mit William im Team. Und da Serie A schauen wir dann auch mal, was da so für Ergebnisse kommen. Aber wir sind hier in der La Liga bereits schon auf dem 4000. Platz. Das ist schon mal sehr gut. Ist natürlich immer noch weit weg voneinander. Aber wir sind mal wieder ein bisschen dran. Ist da schon wieder die ersten 200. Hä? Wir kommen hier etwas. Aber wir gehen in die neue Runde rein. So. Ich habe das Team auch schon bereits zusammengestellt. Die Bundesliga. Ich gehe mit diesem Team. Boniface hier als Captain gegen Mainz, denke ich, wird er viele Punkte machen können. Und Blaswig könnte sich vielleicht gegen Leipzig auch auszeichnen. Mal schauen. Und ich hoffe, Neuhaus spielt gegen Bochum, spielen die ja die 7-1-Klatsche gegen, oder sollen wir Heinrichs nehmen? Spielt Heinrichs? Naja. Na, gegen Augsburg hinter Bochum, die ja 7-0 gegen die Bayern verloren haben. Und dann Xhaka, Boniface, Captain. War aber schon zu erwarten, dass Bayern das macht, aber nicht gerade in diesem Ausmaß. Das finde ich schon ein bisschen krass. Na, Simon kommt da, dann Rüdiger. Frank de Jong ist nicht sicher, aber wir müssen ihn fast, weil der andere hat noch die schlechte Auswertung hier. Paulo Barros spielt zu 100% sicher nicht. Frankie de Jong wird sicher auch nicht spielen, aber könnte sein, dass er vielleicht doch zum Einsatz kommt. So, dann haben wir Solat und Williams. Williams nehmen wir hier als Captain. Die spielen gegen Sociedad. Ja, ich denke, das passt so. Dann die MLS. Habe ich auch schon ein Team. Da kommt wirklich wieder Birkins Team. Jetlin, Bernadeschi, Messi. Und dann haben wir fast, wir haben nur noch 5. Alles klar. Und Birki nehmen wir da als Captain. Dann weiter geht es mit der Premier League. Ja, Premier League. Gehen wir mit Leno, Saliba, ja, Tomi, Haaland. Und da müssen wir dann noch eine Änderung vornehmen. Das ist die neue Karte, genau.
Haaland und Diop. Und wir gehen hier mit Salib. Die spielen gegen Bournemouth. Aston Villa. Der hat mir halt schon ziemlich gut gefallen. Wolverhampton finde ich auch extrem stark. Dann nennen wir lassen das mal so. So, und dann die französische Liga hat auch wieder neue Karten bekommen. Da gehen wir mit dem Torhüter, fangen wir an. Das finde ich wirklich gut gelöst, dass wir hier auch die Stats aktuell sehen. Wir gehen mit Mandanton. Den wählen wir aus. Und dann nehmen wir ihn noch. Okay, ja, nein, das passt. Oh, der ist ziemlich teuer, dann nehmen wir ihn. Oh, der hat aber ziemlich gut performt. Das für einen ziemlich billigen Preis. Sind das irgendwie so spezielle Karten, oder? Ja, wir gehen da mit Loco. Oh, Moses Simon hat ziemlich gut performt in den letzten Spielen. Da unten haben wir dann nicht mehr gute Spiele. Ja, dann nehmen wir noch ihn. Dann haben wir noch genügend Münzen, also Diamanten. Können wir noch ziemlich etwas Gutes holen. So, schauen wir mal, was es noch so gibt. Ja, wir nehmen mal I. Ah, da können wir nicht nehmen. Alles klar, wir nehmen ihn sich mal, der hat ziemlich gut performt. Und dann haben wir noch 49 Punkte übrig. Ja, wir nehmen hier Molle noch. Können wir auch nicht nehmen. Den können wir auch nicht nehmen. Auch nicht. Denn das geht auch nicht. Okay, dann nehmen wir ihn noch. So, dann update my common cards. Wo haben wir hier die French League? Success. Dann Mandantin. Ja, das passt, das passt, das passt. Dann wir schnell in die Begegnungen. Eigentlich ziemlich gut aus. Aubrey ist der erste. Bin Top-Match gegen Nizza. Ja, ich glaube, das passt soweit. Dann werden wir das auch so aufstellen. Hä? Wieso habe ich
Hä? Aktualisieren wir mal die Seite. Ja. Auf Speichern. Okay. Schauen wir doch mal, ob wir hier die italienische da machen können. Es gibt auch aktuell ein BVB-Special. Kannst du irgendwie Experience Packages gewinnen? Oder zu einem Spiel? Machen aktuell 13, 39 und 18 Leute mit. So, dann gehen wir hier oben wieder. Dann noch die Serie A 9 holen. Wir nehmen mal Osimhen. Der war ziemlich gut. Nein, wir nehmen ihn nicht. Dafür nehmen wir Zapata. So, wer könnten wir noch nehmen? Gehen wir mal noch hier rauf. Ja, wir nehmen Zirkzee noch. Das sieht solide aus. Gut, der ist gerade in Fahrt. Wir nehmen noch Rodriguez. Der ist auch gerade in Fahrt. So, dann nehmen wir noch ihn und schauen wir mal, ob wir das Team erstellen können. Das würde gehen. Update. Nicht upgedatet. So. Passt. Passt auch. Passt. So, das ist alte Karte, alte Karte. Und das ist so doof, dass es jetzt hier halt zwei Karten gibt. Werden wir mal speichern. Ah, komm, wir gehen mit Rodriguez. Ja, das passt, glaube ich. So, ein Tor gehen wir mit ihm. Und der Ricardo Rodriguez. So, das konnten wir speichern. Schauen wir schnell. Französische Liga geht immer noch nicht. Ja, dann werde ich schauen, ob ich hier die französische Liga noch morgen reinbekomme.
gewöhnlich. Französische Liga hat wirklich ein Problem. Sind wir hier bei dem Budget? Wir nehmen ihn mal raus. Okay, nein, das ist wirklich schräg. Okay, komisch. Ich werde das noch versuchen, dass wir das noch hier eintragen können. Ich weiß gerade nicht, was das Problem ist. Ich werde aber sicher hier noch versuchen, ein weiteres Team zu machen. Okay. Aber wir haben natürlich kein Geld drauf. So. Das sind also aktuell die fünf Teams. Plus dann kommt sicher noch das Ligue 1-Team dazu. Ich habe noch schauen, wie ich das dann reinbekomme. Aber so gehen wir in die neue Spielwoche. Und ich werde, habe jetzt auch neu das FC 24 noch gekauft. Und bin jetzt das am nebenbei ein bisschen am Zocken. Und da versuche ich auch eine Road to Glory. Auch wenn ich die vorbestellte Edition habe, habe ich immer noch meine 4600 FIFA Points. Die werde ich auch nicht anfassen. Bis vielleicht mal zu Weihnachten, wenn ich eh schon ein gutes Team habe, vielleicht ein Special oder so. Oder zum Jahresende. Oder vielleicht auch erst Ende nächstes Jahr oder so. Mal schauen. Da könnt ihr aber auch dabei sein. Ich werde versuchen. In 2 Wochen habe ich eh Ferien, 2 Wochen lang. Dann versuche ich ein paar Mal zu streamen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch dann vorbei. Dann zocken wir vor allem ihr EAFC. Und ich hoffe, wir sehen uns mal dann. Lasst ein Follow da auf Twitch. Und bis dann!